Na gut. Ich glaube, Sie sollten hierbleiben und mich das alleine machen lassen. Was? Sind Sie lebensmüde? Nein, darum will ich das ja alleine machen. Hören Sie, selbst mit Weavers aufgemotzten Molotows können wir es nicht mit einer ganzen Horde aufnehmen. Nein. Also, ich gehe da runter. Mache etwas Lärm, locke immer ein paar zu mir und renne dann wie der Teufel. Und dann muss ich sie irgendwie aufhalten. Vielleicht mit ein paar Fallen. Und dann jage ich sie zur Hölle. Hören Sie, wenn wir beide da runtergehen, gibt das ein Chaos. Wir würden die ganze Horde anlocken. Nein, Sie bleiben hier. Sie passen auf mich auf. Wenn alles schief geht, kommen Sie und holen mich da raus, okay? Hm? Oder haben Sie einen besseren Plan? Ich hab gar nichts. Hab noch mehr Molotows. Munition. Bei meinem Bike. Gut. Das Zeug könnte nützlich sein. Was haben wir denn hier? Wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück, St. John. Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar, ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Verstanden. Brennt in der Hölle! Ja. Dann bitteschön! Das ist Molotow! Wow! Ich sehe die Flammen bis hier!
weiter! Fast geschafft, Corporal. Drei Viertel haben sie. Sie folgen ihnen. Ja, das ist auch der Plan. Seht ihr mich, ha? Corey, bitte, bitte. Sag mir, dass das jetzt alle waren. Ich kann's nicht glauben. Erledigt! Sie haben eine Horde erledigt! Ja, kein Problem. Kein Problem. Sarah, hörst du mich? Lieutenant Whittaker. Hier spricht Corporal St. John. Hören Sie mich? Kommen. Wo zum Teufel bist du? Captain, ich wollte Meldung machen bei Lieutenant Whittaker. Sie antwortet nicht. Sie wollten es ihr selbst sagen, was? Ja, sie wird sich mächtig freuen. Bestimmt. Sie sehen sie sicher bald. Nicht Lieutenant Weaver anfunken. Ich möchte es ihm persönlich sagen. Okay, ja, ja, machen Sie das. Verstanden. St. John, Ende. Braucht man immer. Geschafft. Sie haben es geschafft. Ah, Weaver hat es geschafft. So was habe ich noch nie gesehen. Wie sie immer einen Schritt voraus waren. Hatten Sie schon mal eine Horde im Nacken? Das gibt einem einen echten Adrenalinschub. Der Colonel hat recht. Vielleicht gewinnen wir den Krieg. Hey, wie lief's? Tut mir leid, Lieutenant. Oh, Mist. Nicht geklappt? Tut mir leid, Lieutenant. Ihr Job ist gestrichen. Verdammt, es hat geklappt. Ja! Hätten Sie sehen sollen, die haben gebrannt wie Zunder. Oh, Mann! Und danach wird gefeiert, in der Offiziersmesse. Okay, das sieht schwer nach einer Beförderung aus. Hey, Mann, kommst du? Wissen Sie was? Ich werde später nachkommen. Ich muss noch was erledigen. Okay, dann mach das. Das war der Rest. Seien Sie vorsichtig damit. Manche dieser Sachen sind unersetzlich. Was ist hier los? Wo ist denn der Lieutenant? Corporal St. John. Tut mir leid, Sir. Schon gut, Sohn. Alle wichtigen Forschungsmitarbeiter wurden verlegt. Verlegt? Wohin? Ich muss noch diese Sachen ausliefern, die Sie bestellt haben. Ich verstehe. Es gab ein
Kommen Sie, Sohn. Bitte. Ma'am, Befehl vom Colonel. Matt, das können Sie nicht tun. Sie können mich nicht einsperren. Rühren, Captain. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Matt, wovon reden Sie da? Es tut mir leid, Lieutenant. Sie können... Colonel, halt! Hey. Schon gut. Schon gut. Ma'am, ich hab hier die bestellten Sachen. Komm nur rein, mir nach. Ich arbeite an einer neuen Aufgabe. Diesmal ist es Gift. Hör zu. Wenn du das pflückst, musst du wirklich vorsichtig sein. Wenn nicht, könntest du sterben. Verstanden. Ich werde dich hier rausholen. Danke. Ja, Ma'am. St. John, hier spricht Captain Khoury. Kommen. Was gibt's, Captain? Der Colonel will Sie sehen. Er ist in seinen Gemächern in der Arche. Seine Gemächer? Wenn Sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen Sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay, wissen Sie, was er will? Irgendwas mit einem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Ihr Name fiel bei einem wichtigen Projekt. Bleiben Sie sauber, dann werden Sie demnächst vielleicht befördert. Hey, Weaver. Oh, Corporal St. John, komm doch rein, Mann. Sieh dich um. Mein Zuhause. Ja, wirklich schön haben Sie es hier. Scheiße, ne? Was Sie wohl gemacht hätten, wenn ich versagt hätte. Oh, eine kältere Höhle. Darunter. Ja, ich hörte davon. Tja, sie ist auch nicht besser klargekommen als ich. Nein, ist sie nicht. Brauchen Sie irgendwas? Nee, Mann, alles gut. Oh, halt, weißt du was? Es gibt was, das ich gerne hätte. Hörst du das? Was denn? Genau, gar nichts. Der Colonel hat's nicht so mit Musik, falls du das noch nicht weißt. Ich glaube, er ist Mennonit oder so. Nein, das ist Tanzen. Was wie... Tanzen? Mennoniten lieben Musik. Sie haben nur ein Problem mit Tanz. Schon gut. Oh, sag bloß. Na, wie auch immer, Kumpel, ist mir egal. Ich brauche einen MP3-Player. Kopfhörer. Irgendwas. Sound. Soll das ein Witz sein? Sehe ich etwa so aus? Okay. Danke. Hey, Sarah, hörst du mich? Kommen. Corporal St. John, ich werde kein Ungehorsam dulden. Soldat, ich arbeite gerade raus. Sorry, Ma'am, Befehl vom Colonel. Ich soll Sie ständig im Auge behalten. Lieutenant, sorry, ich wollte mich melden. Ich habe eine Frage zu dem Anforderungsschein. Ja, Corporal. Da steht, ich soll Wasserschierling besorgen. Ja, der wächst am Rand von Feuchtgebieten. Such im Norden von Klamath Marsh, da findest du was. Klamath Marsh, hab's verstanden. Aber denk dran, das Zeug ist hochgiftig. Das ist die giftigste Pflanze Nordamerikas. Okay, ich werde aufpassen. Und im letzten Bericht stand auch irgendetwas über infizierte Krähen. Du brauchst etwas, um die Nester zu verbrennen. Nester verbrennen, verstanden. Noch was anderes, das Projekt, an dem ich arbeite, ich werde bald mehr Infos dazu haben. Danke, Corporal. Lieutenant Whittaker, Ende. Ich muss Gewehrmunition finden. Für die Nester brauche ich Molotovs.
Ah, Sir, ich war... Wissen Sie, als ich jung war, wir erforschten Höhlen wie diese hier, suchten nach Felszeichnungen von den Modok und anderen. Jahrtausende alt. Wissen Sie, sie lebten nie in diesen Höhlen, die Heiden. In Kälte und Dunkelheit. Doch sehen Sie, wie tief wir gefallen sind. Colonel, ich war noch auf der Suche. Der Soldat, der Lieutenant Whittaker und Weaver zugeteilt war, den Sie ersetzt haben, ist fahnenflüchtig. Er brach in meine Privaträume ein und stahl mein Exemplar der Heiligen Schrift. Ich will sie zurück. Ja, Sir. Sie finden seinen letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Corporal St. John. Sarge, wie geht's denn so? Oh, man macht auf dicke Hose. Bitte sehr. Du hast wohl ein Loch in deinem Portemonnaie, wie? Ja, du machst mich noch zum Millionär, was? Okay, das ist schon besser. Oh, man macht auf dicke Hose. Hey, das nenne ich ein Eisen. Ich meine ja nur. Ja, okay. Bis dann, Corporal. Los! Beweg deinen Arsch! Glaubst du, du kannst den Freaks davonlaufen? Nein, verdammt! Los, steig dich an! St. John, hörst du mich? Weaver, ja, ich kann dich kaum noch hören. Schlechte Verbindung. Das ist die Höhle. Ein Wunder, dass das überhaupt funktioniert. Hey, ich weiß, wo du den MP3-Player findest. Okay, ja. Wo denn? Ich war in einem Flüchtlingslager an einem Community College, das überrannt wurde. Das Community College östlich von hier, beim Highway 97? Ja, genau das. Mit so einem komischen Tier als Symbol. Egal, als wir weg mussten, musste ich alles zurücklassen. Auch meine Mucke. Scheiße, ich muss los. Meld dich, wenn du da bist. Weaver, Ende. Klar, Weaver. Was auch immer du meinst. Straßenräuber, verdammt. Feuer frei! Jetzt runter! Er hat sie erwischt! O'Brien... Common, O'Brien. Ich weiß, dass du mich hörst. Drifter? Hätte nicht gedacht, dass ich noch von dir höre. Dein Funkgerät war aus. Ja, ich hab's ausgestellt. Hör zu, ich brauch deine Hilfe. Okay, wo waren wir nochmal?
ich höre? Eine Frau, die Frau, die wir gesucht haben. Ich erinnere mich. Ich habe sie gefunden, O'Brien. Sie lebt. Das ist unglaublich, dass sie es rausgeschafft hat. Ist... Hör zu, ich habe keine Zeit. Ich habe sie gefunden, sie lebt, aber sie wird von der Miliz festgehalten. Von den Typen, die du erwähnt hast. Das tut mir leid. Okay, hör zu, ich brauche dein verdammtes Mitleid nicht, ja? Ich brauche deine Hilfe. Sie halten sie fest und ich komme da nicht hin. Okay, du musst mir helfen, sie zu befreien. Du weißt, dass das nicht geht. Einen Moment. Okay, aber zuerst musst du was für uns tun. Sag an, ich mache alles. Lass dieses Mal das Funkgerät an. Ich melde mich. Okay, O'Brien. Das war's für dich! Okay, O'Brien. O'Brien! Verdammt! Drifter, hörst du mich? O'Brien, okay. Wo zum Teufel warst du? Triff mich bei den Koordinaten, die ich geschickt habe. O'Brien, Ende. O'Brien? O'Brien? Oh, Scheiße, er ist... Scheiße. Oh, Scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. Weaver, ich bin hier. St. John. Okay, Mann. Hey, ich war in einem Zelt untergebracht, einer... Wie heißt das Ding noch? So eine Nissenhütte. Sie stand direkt in der Mitte des Camps. Okay, was kannst du mir noch erzählen? Ich meine, die sehen alle gleich aus. Warte. Ja. Sie stand neben so einem Fahnenmast und da wehte unsere Flagge. Oh, wie patriotisch. Okay, gut, ich sehe mal nach. St. John, Ende. Das ist interessant. Corporal St. John, hier spricht Colonel Garrett. Bericht. Ja, Sir. Ich komme später wieder und räuchere dann die anderen aus. Corporal St. John, hier spricht Colonel Garrett. Bericht. Ja, Sir. Corporal, gut, ja. Es gab noch einen Verräter unter uns. Er war ein Spion der Anarchisten. Anarchisten? Ja, Sie erinnern sich. Er floh, bevor wir ihn verhaften konnten. Die Verfolgung Richtung Norden blieb erfolglos. Sein letzter Standort ist auf Ihrer Karte markiert. Wir brauchen ihn lebend. Okay, das sieht ziemlich nach einem Sumpf aus. Mal sehen.